Im letzten Part haben wir das Chimera-Labor erlebt und dort wurde auch ein sehr mächtiges, großes Chimera freigelassen. Das sogenannte rote Chimera, das kennt man auch aus der Super Smash Bros. Brawl Stage von Mother 3. Ja, Salsa ist in meinem Team, seht ihr das? Der Affe aus Kapitel 3. Den haben wir gefunden und auch seine Freundin, die ist direkt Salsa Level 14, also... Der ist mit Abstand der Schwächste hier. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er sich uns anschließt. Mensch, was geht denn jetzt hier ab? Ich wollte nur gucken, ob in der Ecke was liegt. Fertantula. Meine Herren. Ja, und wir haben natürlich das da auch schon vom... Mr. Saturndorf gerettet. Ich glaube, das hätten wir nicht machen müssen, aber wir haben es getan. Alter, der levelt sich ja richtig gut. Nur um festzustellen, dass hier nichts ist, ne? Hier waren wir auch schon mal aus Gründen. Kann das sein? Ja. Oh, kann es sein, dass... Er konnte vom Mr. Saturn... Ja, ist ja Quatsch, das hier zu tun. Ich dachte, vielleicht kann das hier irgendwo die Wände hoch. Das Einschwein! Wunderbar. Nach Einstein und Kleinstein jetzt ein Schwein. Es ist eine Wucht, mal wieder zu viert zu spielen. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ganz ehrlich. Wo wir nicht zu viert unterwegs waren, ich habe mich nicht vollkommen gefühlt. Ja, der Part beginnt mit ein paar langweiligen Kämpfen. Das tut mir leid. Ich musste doch... Ich will doch gucken. Ich mach da Luki-Luki in alle Ecken. Ja, der Salze macht doch keinen Schaden. Also so gar keinen Schaden. Seht ihr das? Eins. Ein Schaden. Level 16. Es ist halt ein Affe, ne? Och, Mann, jetzt ist aber mal... Jetzt ist mal gut. Aber der Part wirklich im Chimera-Labor hat mir gefallen. Das war ein interessantes Gebiet, wo es viel zu sehen gab. Wurde so ein bisschen verfolgt von dem roten Viech. Passte. Passte mir ganz gut in den Kram. So. Oh, da... Ah! Aber ich werde das mal heilen gehen. Ich weiß ja nie. Moment, das ist... das gefällt mir gerade nicht so. Es ist nicht nett, deine Freunde einfach stehen zu lassen. Ja, aber ich will mich heilen gehen. Die macht jetzt den krassen Dance. Hier ist eine Tür. Auf ihr sind tanzende Figuren abgebildet. Das kann er. Ja, und das da kann es eigentlich auch. Zumindest hat der Wester tanzen sehen. Also man könnte meinen... Ich bin jetzt er. Prägst dir ein. Tschüss! Wie wir es noch geguckt haben. Dann steht wieder, ist nicht nett, deine Freunde im Stich zu lassen. So rum macht's auch Sinn, um ehrlich zu sein. Als ob ich mir das noch merken könnte, wie hier... Also läuft, ich probiere es einfach. Guck ich weiß nicht. Wie soll man das angehen? Jetzt klappt's. Einmal nach rechts gedrückt. Danke. Was wären wir nur ohne dich und deine Tanz-Skills? Wir könnten jetzt hier nicht weiterkommen. Unser Team ist momentan ein bisschen zu stumm. Wir sind so viele Leute. Und keiner redet.
weil das da hier eigentlich noch nicht dabei sein sollte. Gut, ich speichere mal den Schinken. Torias aus. Oh, und Magipsi. Ich dachte, ich kann hier mich heilen. Rudi fand magische Handschuhe. Für wen sind die denn? Für niemanden? Oder man sieht das nur hier, ne? Angriff 30, PP 100. Ich habe jetzt auch Angst, Salzer-Items zu geben, weil ich Angst habe, dass wir das hier verlieren. Alles nicht so richtig. Ich würde mal versuchen. Auch nicht? Dann ist es ein Item für Kumatora. Das ergibt Sinn. Ist aber nicht da. Keine Kumatora weit und breit. Ich hatte gehofft, die im Chimera-Labor zu finden, aber hab ich nicht. Okay, die eine Grube ist leer, die andere Grube ist voll. Werde ich mal hier Lucky Lucky machen. Tachchen? Ach! Sapperlot! Wow! Hammergeil! Ihr seid ja wirklich gekommen! Ja, Tachchen! Oh, du bist auch da, Salzer? Schön, dich wiederzusehen! Ich dachte, du wärst tot! Oh, und wie geht's dir, liebes Affe? Hallo! Aha. Meine Güte, was für süße Besucher. Stell mich ihnen vor, okay? Na sicher doch, das sind meine Freunde. Das ist Salze, der Affe, und sein Liebesaffe. Das ist Lukas, der Mensch, und das da, der Dieb. Ist das da kein Mensch? Und dieser Hund ist... Wer ist der doch gleich? Der ist Rudi. Rudi, der Hund! Also, Lukas hat geredet. Ich habe genau seinen Mundpixel gesehen. Du bist also der süße kleine Lukas. Ione hat mir alles über dich erzählt. Komm mit mir, ich zeig dir, wo die Nadel ist. Das geht mir zu schnell. Oh, fast vergessen. Lukas, das ist Doria, eine der sieben Magipsis. Er hat mich gerettet. Anscheinend wollte das Schicksal so. Er? Sie? Was ist hier? Eine Karte von den Nirgendsinseln? Ja. Also wir haben noch große Berge. Sonst haben wir schon viel gesehen. Wisse dies. Dies sind auf besondere Art geschützte Inseln. Wir leben auf diesen Inseln zusammen mit einer grenzenlosen Kraft. Das haben wir doch schon gelesen. Wird es wiederholt einfach? Diese Kraft ist der Drache, der tief in der Dunkelheit unter diesen Inseln schläft. Der Drache ist unglaublich groß. Ungefähr so groß wie alle Inseln zusammen. Weil der Drache schläft, sind diese Inseln vor Katastrophen geschützt. Aber seine Macht ist zu groß, als dass sie von Menschen kontrolliert werden könnte. Exakt aus diesem Grund haben unsere antiken Magipsi-Vorfahren 7 Nadeln in den Drachen gesteckt, um ihn am Schlafen zu halten. Eine Nadel für jede Magipsi. Für eine sehr, sehr lange Zeit haben wir die Nadeln bewacht. Aber es wird erzählt, dass jemand erscheinen wird, der den Drachen aufweckt, wenn seine Kraft gebraucht wird. Wenn einer, der die Kraft des Drachen braucht, ein Herz des Bösen hat, wird diese Kraft allen folgen, was böse ist. Es ist sehr gut möglich, dass alles zerstört werden konnte, nur um einen bösen Ehrgeiz zu befriedigen. Auf der anderen Seite ist es das komplette Gegenteil, auf das wir hoffen.
Wenn eine Person mit einem Herz des Guten die Nadeln des Drachen zieht und seine Kraft nutzt, wird alles Böse hinweggespült werden und alles Leben, was wir kennen, in hellem Licht erstrahlen. Das ist, was uns gesagt wurde. Schließlich höre dies, mach dir aber keine Sorgen. Wenn jede unserer 7 Nadeln gezogen wurde, werden wir Magipsis verschwinden, unsere jahrtausendlange Leben werden vorüber sein. Ist das nicht romantisch? In allererster Linie ist es doppelt gemoppelt. Dann habe ich schon vorgelesen. Naja, doppelt hält besser. Jetzt sitzt's. Der Drache. Ja. Der Drache. Die Nadeln. Die Macht. Das Gute, das Böse. Nachdem ich vom Luftschiff gefallen bin, Doria war da und hat mich gerettet. Anscheinend ist eine rotgekleidete, wunderschöne Frau in Dorias Traum erschienen und hat vorausgesagt, dass ich in diesen Teich fallen werde. Aus irgendeinem Grund, nachdem ich diese Geschichte gehört hatte, wusste ich einfach, dass es euch gut geht und dass ich euch bald wiedersehen werde. Ich habe mir etwas Sorgen um dich gemacht, Lukas. Iona hat mir erzählt, dass du hierher kommst. Die Nadel, die ich bewache, ist am Grund dieses Teichs. Meine Nadel benötigt einiges an Arbeit, bevor man sie herausziehen kann. Was haben wir darüber? Schwer zu glauben, dass du wirklich die Kraft hast, die Nadeln zu ziehen. Aber bevor du das überhaupt ausprobieren kannst, müssen wir das Wasser von dem Teich in das andere leere Loch bringen. Kennst du das Chimera-Labor im Westen von hier? Vielleicht gibt es dort irgendeinen Schrotthaufen, welcher uns helfen könnte. Warum schaust du dort nicht mal vorbei? Das meint ihr ernst, ne? Ein Schrotthaufen, der uns helfen könnte? Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollen. Und warum uns jetzt, Kumatora nicht begleitet. Ich bitte euch. Warum sollen wir denn jetzt wieder zum Labor zurückgehen müssen? Was soll uns da helfen, vor allen Dingen? Ne? Warum darf ich mich nicht heilen? Irgendwann wird es doch ein bisschen knifflig. Der Salsa. Oh, Doktor! Oh, junger Mann, ich möchte mich für vorhin bedanken. Dr. Endonuts, der Großvater, glaube ich, von Jeff aus Mother 2 aus Earthbound. Was? Du suchst nach einem Weg, Wasser von einem Teich zum anderen zu bringen? Deine Augen, das sind die Augen von einem, der auf einer Mission ist. Na schön, ich werde dir zur Hand gehen. Hatschi! Lol. So, siehe da. Ich habe einige meiner Chimera mitgebracht, die ich im Geheimen entwickelt habe. Nimm denjenigen, von dem du denkst, dass er dir am meisten hilft. Darf ich mich kurz heilen gehen irgendwo? Gibt's hier diese Option? Also ich habe ja eben gerade gespeichert. Das wird mir nicht so viel ins Hemd machen. Als ob der kämpfen will. Na komm, hauen wir ihn weg. Das ist gut. Ich denke mal, ich habe 4 Teammitglieder, aber Salsa zählt nicht. 800 EP, das ist aber auch einiges. Für so einen mega krassen Super-Duper-Boss habe ich 4000, 5000. Und für so einen Billiggegner schon 800, also ich möchte schon sagen. Das ist nicht wenig. Habe ich das Gefühl. Ja, also die Frage vom Doktor ist ja wohl zweideutig. Die Frage vom Doktor ist doch wohl, keine Ahnung, ist offensichtlich, der eine ist ja offensichtlich der Beste. Aber genau das wird das Problem sein. Danke, Schweinepriester. Mir wieder KP abgenommen, der Sack. Ja, was ist denn der in der Mitte eigentlich? Schnitt!
Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ich melde mich hier aus der Nachbearbeitung. Ich nehme das jetzt nochmal zusätzlich auf und packe es an der Stelle dazwischen, weil man sich hier entscheiden muss zwischen den drei Geschöpfen und ich möchte bei allen dreien zeigen, was es bringt. Zum Glück hatte ich abgespeichert. Ich war mir nicht sicher, was es bringt. Ich erkläre gleich noch was, aber jetzt gehen wir erstmal alle drei Kreaturen durch, würde ich sagen. Okay, der hier. Das ist ein Try-Guy. Das neueste Modell, der trockene Chimera, es beinhaltet ein Lufteinlasssystem und einen Jetmotor. Es kann alles Mögliche blitzschnell trocknen, sogar langes Haar, Afros, Höschen und asiatische Schönheiten. Bist du sicher, dass du den haben willst? Ja, also mit seinem Rüssel sieht er mir noch was aus, was helfen könnte, oder? Wir nehmen ihn. Den Try-Guy. Trockener Junge. Dezente Anspielung an den Schallgei. Oh, los geht's. Das wird unser Wasserproblemchen lösen. Ich weiß es einfach. Er will's nur verdunsten lassen, ja? Oh, sieh nur, wie er es trocknet. Er trocknet alles weg. Etwas länger versuchen? Ja. Ärmste. Ja, scheint sich ein bisschen hinzuziehen. Kumatora gähnt. Noch länger versuchen. Ja, es dauert ein bisschen, ne? Glaube ich. Guck mal, da sind sie alle weggepennt. Rudi, Duster, Salsa. Lukas schaut dem Ganzen noch sehr aufgeregt zu. Ich glaube, das wird auch einen gewissen Lärm machen, oder? Das war nicht wirklich von Erfolg geprägt. Der Ärmste, oh, tut mir leid, da ist fast gar nichts weg. Von den Pixeln her ist gar nichts weg. Du hast deine Auswahl zurückgeschickt. Heute ist wohl nicht dein Glückstag. Tut mir leid. So, okay. Oh, er ist ein bisschen enttäuscht gewesen. Obwohl, der guckt immer so. Dann werden wir uns jetzt mal den nächsten krallen. Könnte man den wieder nehmen? Das wäre ziemlich sinnlos. Dann bist du doch bestimmt was Besonderes. Das sind die Eimerbrüder. Sie sind das Ergebnis der Kombinierung einer rasierklangscharfen Teigtechnologie mit der Lehmmensch-Technologie. Diese Gefährten sind außerordentliche fleißige Arbeiter. Bist du sicher, dass du den haben willst? Okay, den nehme ich. Als zweites, die Eimerbrüder. Arbeiten jetzt effektiv und schnell wie der Blitz? Oh, los geht's. Das wird unser Wasserproblemchen lösen. Ich weiß es einfach. Und Hepsa. Eimer Nummer 1. Oh, schau, wie schwer sie arbeiten. Ja, vor allen Dingen. Stellt euch vor, es wird ein bisschen leerer. Dass die nicht mehr reingreifen können ohne weiteres, dann dauert es ja noch länger, weil die, keine Ahnung, an der offensichtlichen Treppe dann erstmal ein paar Treppen wieder runtergehen müssen und wieder hoch. Ich sag mal so, funktionieren wird's, es sei denn, es regnet in der Zwischenzeit. Die Frage ist nur, ob die Helden so alt werden. Hm. Warum nimmt man nicht alle drei gleichzeitig? Ja, es war lustig gemacht, ne? Das war nicht wirklich von Erfolg geprägt. Oh. Sammy Bestes gegeben und es war nicht genug. Ich wette, diese Kinder hätten es geschafft, wenn wir sie noch ein ganzes Jahr lang arbeiten lassen würden. Oder vielleicht auch nicht. Das könnte man, da könnte man echt Mitleid haben. Okay, ja.
im Let's Play habe ich mich nämlich direkt für den dritten entschieden, ohne zu wissen, was es bringt. Ich wusste nicht, ob alle drei vielleicht die Sache schaffen oder ob man alle drei trotzdem sehen wird oder weiß der Teufel. Deswegen ist jetzt hier das Schnittende. Wie gesagt, das konnte ich jetzt euch noch reinschneiden, nämlich die Fails der ersten und der zweiten Wahl. Da machen wir kein Geheimnis draus. Das dritte ist das Richtige. Aber das wusste ich vorher nicht. Verstehen wir uns? Ich wusste vorher nicht, dass es mit dem dritten geht, definitiv. Ich dachte halt, entweder mit dem ganz großen offensichtlichen, weil der so einen riesen Rüssel hatte. Aber es war halt eher ein Föhn. Oder die zweiten, weil man es denen nicht zutraut. Und der dritte war so unscheinbar. Wie dem auch sei. Und hinterher, nachdem ich das aufgenommen hatte, habe ich mich schlau gemacht. Was ist mit den anderen? Und ich habe mich so geärgert, wisst ihr. Wenn wir schon erst zum Saturntal gehen, statt hierhin, wo wir anscheinend erst zuerst hin sollen, dann will ich das wenigstens richtig gezeigt haben. Und das habe ich hiermit. Das waren die ersten beiden Auswahlmöglichkeiten. Jetzt schneide ich euch wieder. Diese Aufnahme nach der Nachbearbeitung ist jetzt fertig. Und ihr seid jetzt wieder live im Part, wo ich halt als allererste Möglichkeit den dritten Kompagnon ausgewählt habe und ich halt deswegen im Part nicht weiß, was genau Sache ist. Ja, das bisschen Mühe und Schneidarbeit ist es mir wert. Okay, dann weiter geht's mit dem Actually Video. Bist du sicher, dass du den haben willst? Ah, dieser hier also, das ist eher langweilige Chimäre, auch als Puppenchimäre bekannt. Das ist eine gigantische Kreatur, die nur dann nützlich ist, wenn du Wasser von einem Ort zum anderen transportieren musst. Bist du sicher, dass du so etwas Uninteressantes wie das hier haben willst? Also alle drei sind geeignet. Ich nehme den. Irgendwas wird doch schief laufen, oder? Ah, los geht's. Das wird unser Wasserproblemchen lösen. Ich weiß es einfach. Oder gehen doch alle drei? Hat man einfach nur die Wahl zwischen der Animation. Oh, sieh nur, wie er das Wasser ausschlürft. Oh, der Teich leert sich langsam. Weiter, mach weiter. Und der muss sogar sich nicht mehr umdrehen, da kann er stehen bleiben. Ah, schau, wie es läuft. Läuft es mich kalt den Rücken runter. Ja, der Dude könnte auch ein Wasserbett gut voll machen, ne? Ja, okay, ne? Aber sieh nur, wie er voller Zuversicht prahlt. Er verlässt die Bühne mit so einem chilligen Gesichtsausdruck. Ein Naturtalent, wie er im Buche steht. Was für ein Casanova. Bravo, Herr Pumpe. Da ist sie. Da ist die Nadel. Eine der sieben Nadeln, die den Drachen versiegeln. Und was mit den anderen Möglichkeiten? Ich will die anderen nehmen. Wo gehst du hin? Die Nadel ist genau dort. Ich wollte doch gucken. Aber ja. Übrigens habe ich mich schon gefragt, wer jetzt den Dance macht, um die Tür wieder zu öffnen, wie ich zurückkomme. Gut, dass ich einfach zurück teleportiert wurde. So, und jetzt? Kannst du wirklich die Nadel ziehen, wie Iona sagte? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Angst haben oder froh sein sollte. Ein Emotionsrausch überkommt mich. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin und Zeuge dieses Moments sein kann. Klopf, klopf und nochmal klopf. Okay, jetzt zieh sie raus. Ah, das sagt auch sie. Okay, jetzt zieh sie raus mit all deiner Kraft vor meinen Augen. Wenn diese Nadel gezogen wird, wirst du dann wie Aeolia verschwinden? Good point. Ja, richtig. Weil die Nadel meinen Schutz nicht mehr braucht. Die Nadel kann nur gezogen werden, wenn die Zeit kommt. Also wenn die Nadel endlich gezogen ist, ist die Zeit gekommen. Wir Gypsies haben unsere Leben so gelebt, dass wir freien Mutes dieses Schicksal akzeptieren können, wenn die Zeit kommt. Also keine Sorge, ich werde nicht sterben. Ich werde einfach meinem Schicksal folgen und verschwinden. Und dies ist eine glückliche Sache. Ich habe so viele liebgewonnene Erinnerungen, also ist es auch etwas traurig. Na, dann lassen wir es. Ich bin nicht verantwortlich für... Okay, wir müssen es tun.
Mit Psi-Kräften also. Geht ja nur mit Psi-Liebe, wurde gesagt. Was zum... Ein Teil des Drachen. Weil ich mir nicht sicher bin, was da gemeint ist mit dem Drachen, aber wir werden sehen. Irgendwas erwachte in Lukas. Lukas erlangt die Kraft von PK Liebe Beta. Gott sei Dank, das war nötig. Dies ist wirklich der Anfang vom Ende. Die Zeit ist endlich gekommen. Ich hätte mir nie ausgemalt, dass jemand zum Hause dieses zärtlichen Mädchens kommen würde, um die Nadel zu ziehen. Schon zu verschwinden, während man noch jung und schön ist, im gewissen Sinne, ist das eine Wonne. Kumatora, geh mit dem kleinen Lukas hier und zieh es bis zum Ende durch. Ich bin dabei, jung und schön zu verschwinden. Denk an mich, okay? Hier, nimm dieses Memento von mir. Meine Güte, dein Inventar ist voll, beeil dich doch mal! Den Rest überlasse ich dir. Tschüssi, lalala. Wie, mein Inventar ist voll? Ich, also, was wolltest du mir geben? Gib's mir. Iona hat es vor langer Zeit erzählt. Wenn der schwarze Drache, der unter dieser Insel schläft, aufwacht, wird alles Leben und alle Zeit wiedergeboren. Keine Ahnung, was passieren wird, aber ich würde bis zum Ende dabei sein. Lukas, darf ich mit dir gehen? Ich möchte mit dir gehen. GG, Kumatora. Willkommen zurück. Sieht aus, als würde uns Salza wieder verlassen. Der steht da oben bereits so. Salza, wir haben uns nach so langer Zeit erst wieder getroffen, aber es ist wohl schon wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Was schaust denn so? Was für ein sentimentaler Affe. Auf geht's. Auf zur nächsten Nadel. Du und Liebesaffe, passt auf euch auf. Hä? Was ist das? Eine Nuss. Für mich? Eine Nuss erhalten. Danke. Bis später, wenn wir jemals wieder die Chance dazu haben. Ja, da bin ich gespannt, ob wir ihn jemals wieder treffen werden. Oh, wir können wieder hin, jederzeit. Ja, was ist jetzt mit dem... Freunde, was ist jetzt mit dem Item, was die mir geben wollte? Das sehe ich ein bisschen kritisch. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was damit ist. Alter, wie lang braucht ihr eigentlich? Um durch die vermaledeite Tür zu gehen. Ist jetzt hier noch irgendwas? Ja. Guck, wir sind noch wieder da. Was wollt ihr eigentlich? Okay. Da liegen Sachen. Sind das die Sachen jetzt? Hätten wir vorsichtshalber. Wobei, wir haben sowieso genug Platz jetzt. Dorias Andenken erhalten. Waren das vielleicht die Sachen? Ein Rasierer und Lippenstift. Wobei, das letzte Mal standen die auch schon so da. Tja, Donner und Doria, würde ich sagen. Ich könnte ja... Also ich bin mir nicht sicher, ich warte auf eure Kommentare. Dann würde ich sagen, speichere ich ab sofort... Ja, speichere ich ab sofort wieder hier drüber, dass ich unten den Spielstand übrig habe, um... das eventuell zu retten. Das Item.
Kommt davon, ob ihr sagt, ob das nötig ist oder nicht. Wer bist du denn? Der Squeaks. Squeaks! Langsam, bleib sofort stehen. Was denkst du denn, wo du hingehst? Was will er denn jetzt? Du triffst auf der Squeaks. Mein Freund, ich verstehe keinen Spaß, ne? Ich verstehe halt wirklich keinen Spaß hier. Ja, unser Team ist wieder komplett. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Dem Squeaks wurde eine Lektion erteilt. Ich möchte mich aufrichtig für meine gemeine egoistische Haltung entschuldigen. Damals auf der Fernstraße war ich als der hipste Kater bekannt, aber jetzt bin ich nur noch erbärmlich. Alle Mädchen fahren auf mich ab, aber ich bin definitiv kein Kämpfer. Du hast mir geholfen, mich daran erinnern, wer ich wirklich bin. Ich frage mich, ob es meiner Frau und meinen 7 Kindern auf der Fernstraße gut geht. Ich habe auf einmal Heimweh bekommen. Ich werde zurückgehen. Jo, ich werde zurückgehen. Also, Bub, ich gehe dann mal nach Hause. Und pass auf die Maulmuskeln auf, wenn du weiter nach Osten gehst. Entschuldigung nochmal. Die Maulwurfsgrillen im Osten. Ja, da waren wir ja schon. Ne? Tut sich jetzt was auf dem Highway? Fragen über Fragen, ne? Fragen über Fragen. Vor allen Dingen, das ist das Einzige, was ich gesagt krieg, Osten. Mach mal halblang. du hast dein Versprechen tatsächlich gehalten und bist nun also endlich zur Maulwurfsgrillenhöhle gekommen? Ich bin es. Erinnerst du denn nicht an mich? Ich bin die Maulwurfsgrille, die du bei Erdex bekämpft hast, als du mit den Tragos geschaukämpft hast und als du noch klein warst. Ich habe all die Jahre auf diesen Tag hin trainiert. Okay, lass uns gehen. Die Zeit für das Rematch ist gekommen. Folge mir. Was haben die alle für Probleme hier? Was ist denn das für eine Welt? Was wollen die denn von uns? Wir folgen der Maulwurfsgrille, aber es ist in Ordnung. Ich hoffe wirklich, die ist ein bisschen stärker geworden, weil... haben wir schon damals platt gemacht in Part 1, oder? Oh, wir sind da. Ja. Hier ist es. Hier werden du und ich den Kampf austragen. Hier werde ich meine rechte Hand in die Luft heben und zum Gewinner erklärt werden. Und hier werdet ihr den Boden küssen. Hier ist dieser Ort, die Maulwurfsgrillenhöhle. Ich werde für euch das Loch etwas vergrößern, damit ihr durchpasst. Kommt! Da speichere ich doch direkt nochmal. Also der will wirklich, dass wir antanzen und das machen wir auch im nächsten Part. Wenn ihr da wieder dabei seid, freut mich das sehr. Das Team ist kompletto. Kleiner Sneak Peek, ne? Etwas wie eine Lotuswurzel aussieht, blockiert den Weg. Oh, eine heiße Quelle. Ist das halt ein richtig großer Dungeon oder was? Ich weiß es nicht, es ist blind. Leute, ich sag mal bis zum nächsten Mal, ne? Danke fürs Anschauen und dabei sein. Bis dann und ciao!